Heute feiern viele Christen und Christinnen weltweit den ersten Advent. Ein neues Kirchenjahr beginnt, ein kleines Neujahrsfest mitten im Jahr. Heute beginnen die Wochen vor Weihnachten. Weihnachten, das Fest des Friedens und der Gerechtigkeit, der Freude und der Wärme. Gott wird Mensch, Gott kommt zu den Menschen. Dieses Fest ist in 4 Wochen. Ab heute ist die Vorbereitungszeit dafür. In dieser Zeit bereiten sich Christinnen und Christen auf genau dieses Fest vor. Sie zünden jede Woche eine Kerze an, am ersten Advent eine, am zweiten eine zweite, dann eine dritte, eine vierte, als Zeichen, dass wir uns einem der höchsten Feste unseres Kirchenjahres nähern. Es ist die Vorbereitung auf die Hoffnung. Gemeinsam zu hoffen auf Friede und Gerechtigkeit, das ist die Botschaft des Adventes. Gemeinsam diese Hoffnung nicht aufzugeben. In diesen Wochen ändert sich etwas, sichtbar. Draußen wird es früher dunkel. Die Menschen sind anders unterwegs, mit einer Vorfreude, einem Vorgeschmack auf etwas, das kommt. Und darum geht es im Advent. Gemeinsam zu warten und gemeinsam zu hoffen auf das, was kommt. Nämlich, dass Gott in diese Welt kommt und Gott wird wie ein Mensch. Darum geht es in diesen Tagen und deshalb fühlt es sich auch anders an, wenn ihr in die Stadt geht. Wenn sie in die Stadt gehen, sehen sie Märkte, sie sehen Lichter, sie sehen Menschen, die sich vorbereiten auf das, was kommt. Noch ist es nicht so weit, aber bald. Wir vom House of One wünschen Ihnen und euch eine wunderbare Wartezeit und einen fröhlichen Advent.